Ich würde sagen, wir checken mal ganz so, was hier los ist. Let's go. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute Hallo, Justin. Ein ganz besonderes Video für mich, weil ich habe gedacht, ich kann euch doch eigentlich mal alle meine Uhren zeigen. Ich fange mal an. Hier sind sie. Nein, Spaß. Ein guter Witz. Sondern jetzt nicht alle Uhren, die ich jetzt gerade besitze, weil das ist nur eine, sondern ich zeige euch so meine Uhrengeschichte, sage ich jetzt mal. Wo habe ich angefangen? Aha. Wo bin ich jetzt gerade und was? Dann steht hier alle meine Uhren. Okay. Ist ja eine, ist kein Clickbait, ist richtig, ist ja seine Uhrengeschichte, das passt. Justin, Stand gegeben von der Juli-Polizei. Das kam so dazwischen, ich habe gedacht, das wäre mal ganz interessant und ich weiß auch, dass viele von euch sich für dieses Thema interessieren, deswegen habe ich gedacht, wäre das doch mal ein ganz cooler Anlass jetzt, wo ich diese Uhr hier relativ frisch habe. Und es gibt so ein, zwei Sachen, die ich dazu sagen muss jetzt, wo ich die so knapp einen Monat habe und ein paar Sachen habe ich natürlich auch gemerkt, so nicht nur positive Ganz kurz, Sachen. Chat, und, was kostet diese Uhr? Aber am was Ende, kostet wenn der bei Bruder? Uhr hier angelangt sind, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, im Jahr 2015, 2016, bis dahin habe ich eigentlich so... Justin schon damals Uhren... gedrippt, Alter, als wir alle noch Kinderschuhe anhatten, Mann. Ich schwöre, 2015 kam ich nicht mal auf die Idee, Alter, eine Uhr zu tragen, Digga. 2015 konnte ich noch nicht mal Uhren lesen. What the fuck, so? Gib mir eine Digitaluhr, Alter. Ich bin so dumm wie Pedro. Grüße gehen raus an dich an der Stelle, Bruder. Nur zwei Uhren getragen, und zwar war das einmal eine ganz normale Casio in Silber und eine ganz normale Casio in Gold. Oh ja, Bruder, hier erinnere mich sogar noch, eine sehr coole Uhr, weil das einfach ein ultra Perfekt, an der Stelle riesiges Shoutout wieder an Chrome. Wir wechseln wieder zu Mozilla, meine Freunde. Falls Mozilla mich hier irgendwie sponsern möchte, ich wäre down. Eigentlich das ist unnötig. So, schauen wir mal ganz kurz hier. Angelangt bei einer Phantom Project Uhr. Phantom Project, die haben, glaube ich, damals eine Klage bekommen von AP, Patek und Rolex entspannt, oder eine entspannt, von den Marken. Entspannt, alle drei gleichzeitig. Einstellen, weil die haben damals so ihre eigenen Uhren rausgebracht, aber das Case sah so aus wie von der Day-Day zum Beispiel. Ihr seht sie ja eingeblendet. Das, man muss dazu sagen, Phantom Project ist eine Zweitmarke damals gewesen, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, von den Represent-Gründern. Also die Represent-Clothing-Leute haben auch noch eine Uhrenmarke gemacht. Phantom Project hieß die. Und da haben die mir eine Uhr einfach so zugeschickt und ich fand die ganz geil. War damals noch gar nicht so auf diesem Markenuhrenfilm so, dass ich halt auch nicht so wirklich gecheckt habe, ah ja, das ist ja eigentlich schon eine Fake-Rolex. Nee, also also es ist keine Fake-Rolex, weil halt nicht das Rolex-Logo drauf ist, aber es ist so eine Rolex nachempfunden und ist eigentlich unnötig so. Dann kamen ein paar goldene Uhren, die dieser relativ ähnlich sahen, deswegen habe ich die jetzt einfach mal rausgelassen. Und dann im Juni 2017, also ich habe mir hier so eine Liste gemacht, weil es waren schon ein paar Uhren, die ich hatte, kam eine Vintage Daydate aus dem Jahr 1986 in Vollgold mit so einem geriffelten Ziffernblatt. Ihr seht sie hier eingeblendet, das war meine erste Rolex, meine erste wirkliche Luxusuhr und ich habe sie damals für... Warte, mein Mikrofon ausgegangen. Super, perfekt, danke dafür. Vintage-Uhr, meine Freunde, fühle ich tatsächlich sehr. Ich mag das, alte Uhren wieder zu rocken, zu tragen, wie man auch immer sagen möchte. Finde ich immer ganz cool. Bin ja selber gar nicht im Uhrengame drin, aber interessiere mich immer dafür, was sich andere so kaufen und denke mir dann so, geil, für das Geld hätte ich mir lieber im Puff billig einblasen lassen können. aber so an sich eine schöne Uhr auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich würde, glaube ich, keine goldene Uhr tragen, sondern wahrscheinlich ein Edelstahlmodell oder sowas. Aber an sich schönes Ding, Alter. Eine Daydate ist ein Modell, das kenne sogar ich. Daydate, weil hier oben halt der Tag steht und hier halt das Datum, ne? Für die Idioten unter euch. Grüße geht raus an meine Community an der Stelle. So. Für 9.800, glaube ich, gekauft. Und das ist für eine Daydate wirklich stabil. Und da kann ich auch sagen, für alle Leute, die überlegen, ihre erste Rolex zu holen und die einfach ultra in eine Daydate verliebt sind, holt euch einfach eine Vintage Daydate. Die haben zwar nur 36 mm, aber ich finde, es ist eine ultra klassische Uhr. Einfach so, also die 36 mm ist auch keine Frauenuhr, sondern... Wallah, dieses behinderte OBS, ne? Digga, ich raste hier aus, Mann. Ich raste hier aus, ich raste hier komplett aus. Scheiß OBS, Alter. Bin da ehrlich, ich finde... Ich finde, so eine Rolex, also ich würde mir niemals eine Uhr kaufen, die... Doch, wahrscheinlich würde ich es schon machen. Aber es gibt wenig Uhren, die mir mehr als 10.000 wert wären. Ich könnte mir wahrscheinlich eine Uhr rauslassen, bin aber immer der Meinung gewesen, dass ich es einfach nicht brauche und ich bin auch kein Uhrenmensch, Alter, ich habe ein Handgelenk, das ist so dünn wie ein Zahnstocher, what the fuck, man, wie soll ich deine Uhr tragen, Alter, wenn ich eine AP trage, mein Handgelenk hängt ständig nach unten und irgendwann bricht es mir, das funktioniert nicht, aber an sich, wie gesagt, schönes Modell, gib mir das in Weißgold oder in fucking Edelstahl, Alter, I don't care, ich weiß nicht, ob es das gibt, rein damit. Aber ich finde, das war eine sehr, sehr solide erste Uhr und die
kannst du eigentlich auch immer anziehen. Und das sieht war cool so aus. Die Uhr, wo ich so, also ich hatte die so an und habe immer so gedacht, ey, Alter, geisteskrank. Ich war zu dem Zeitpunkt 19 und habe so gedacht, ey, Alter, eine Rolex Day-Date, auch wenn es Vintage ist so, ist schon cool. Das war was ultra Besonderes für mich und auch echt krass. 9.800 Euro. Das ist das Ding, Leute. Wenn man sich zu sehr... sehr, sehr viel Geld, vor allem mit... Fühle ich voll, aber man darf sich auch nicht wegen der Uhr komplett aus dem Leben fühlen. Wisst ihr, was ich meine? Klar, es ist geil, eine teure Uhr zu fahren. Klar, es ist geil, ein teures Auto zu fahren. Klar, es ist geil, eine geile Alte zu finken. Klar, es ist geil, ein geiles Leben zu führen. Das ist immer geil. Aber das Wichtigste dabei ist, meine Freunde, dass man nicht komplett abhebt und irgendwo da oben in Gefilden schwebt, Alter, wo Jesus noch nicht mal hingepisst hat. Deshalb, keine Ahnung, Alter. Also ich ich habe das, glaube ich, schon oft genug gesagt, ich bin einfach kein Uhrenmensch, kann den Hasser dahinter verstehen, aber für mich, wie gesagt, wäre es einfach nichts. Also das ist immer das Wichtigste. Man sollte, wenn man sowas trägt, halt nicht so durch die Stadt damit laufen, ne? Ihr versteht mich. 19 Jahren, damals habe ich noch meine Ausbildung gemacht bei der Bank und da eine Day-Day zu haben, war schon sehr, sehr lustig, ja. Wir kommen zur zweiten Uhr, die ich mir dann geholt habe im Oktober 2018. Die Day-Date habe ich behalten und jetzt die Uhr im Oktober 2018, die ich geholt habe. Da gab es dieses Video, wo ich mit Sascha, unsympathische Frau, und Tim Gabel, mit denen war ich zusammen in Stuttgart, habe da meine Uhr abgeholt. Eine Datejust 2, auch wieder 36 mm. Ja, ich habe halt gedacht, so... Wieso heißt die Datejust oder Datejust, Alter? Chat, was geht? Weil... Wenn die ja Datejust heißen würde, so Datejust, ja hier Date, weil man spricht aber Datejust aus, Datejust klingt wie Datejust. Okay, macht Sinn, weil man halt nur das Datum sieht. Ne? Das ist die Rolex-Namen, das kriegt sogar jeder Hauptschüler hin, die sind relativ eingehend und einfach. Ich glaube, das versteht ihr schon. Millimeter passt besser zu mir, seit ich dann irgendwann mal eine 41 ist halt ein Millimeter größeres Ziffernblatt, ne? 36 mm vor, wie so eine, ja, Kinderuhr, so. Wie eine Damenuhr. Kam ja, mir ja, schon ich weiß, vor. Was du meinst, ja. So, als ich die 36 mm hatte, war ich unnormal happy damit, aber seit ich so diese 41 mm so getastet habe, sag ich mal. Genau, Justin, du hast die 41 mm getastet auf Full No Homo Basis, da bin ich mir sicher. War 36 mm, also kam das für mich gar nicht mehr in Frage. Zurück zur Uhr. Ein sehr, sehr nice Teil, das war eine Bicolor Datejust mit Jubiläband. Ich finde Jubiläband. Bicolor wahrscheinlich, weil sie dann drei oder vier Farben hat, Bicolor, mehrfarbig, zweifarbig dann, weil B ist ja zwei. Gut, ja, zweifarbig, dementsprechend halt hier Gold, Edelstahl, I don't know about materials, dog, aber ich wollte eigentlich die Tage mal zu Marc Gebauer fahren und mir ein Eisdauer-Hundehalsband für Akani machen lassen, no joke. Band nach wie vor das schönste Datejust-Armband, weil es einfach so viele kleine, ja, Links hat und sehr, sehr krass. Und da hatte ich auch schon die ersten Steine auf der Uhr. Und zwar stimmt, hier so ein bisschen, ne? Brillanten oder hier auf dem Ziffernblatt. Genau. Lupenrein waren die. Oh. Kein VS, kein WWS, sondern die höchste Stufe. Lupenrein, weil Rolex verbaut nur lupenreine Diamanten. Genau, lupenrein heißen die, weil ich absolut keine Ahnung habe. Wir machen einfach weiter. Perfekt. Factory Set natürlich. Also anders würde das auf dem Zifferblatt auch keinen Sinn ergeben. Die Uhr hat 12.050 gekostet. Und geht auch noch. Man muss sich halt immer vor Augen halten, Leute, Alter. Für 12.000 und 50 Euro sind halt ein scheiß Kleinwagen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein, ich glaube, 1er BMW kriegt man damit. Einen gebrauchten, einen guten. Ein Kollege von mir gerade einen für 10.000 gekauft, sogar ein Cabrio, Alter. Mit 60.000 Kilometern drauf. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können. Und auch leisten wollen. Leisten können, leisten wollen ist ja auch nochmal ein Unterschied. Keine Ahnung, Alter. Das verdient ungefähr mit einem Video. Das mag sein, aber der Normalverdiener verdient das vielleicht in 4 bis 5 Monaten, Alter. Deshalb sollte man immer wieder den Bezug zur Realität herstellen. Bei Justin kann ich es voll verstehen. Er ist im Modegame aktiv. Da ist es wichtig, auch sicherlich sich mit Accessoires auszustatten. Bei mir ist das vollkommen egal, weil ich spiele fucking Minecraft und fummel nur vor einer hässlichen Webcam rum, da ist das was komplett anderes, Alter. Wenn ich plötzlich mit Eisdauer-Diamanten am Start bin, meine Freunde, dann wisst ihr, ich habe zu viel Koks genommen, ihr müsst mich dringend hinrichten. Ich komme beim Juwelier in Stuttgart und habe sie aber mit etwas Verlust verkauft. Ja, schade, das ist auch immer das Ding. Zur nächsten Uhr, die ich mir geholt habe. Und zwar, man macht ja immer Verlust oder Gewinn, wenn man so eine Uhr verkauft, ne? Dann meine Day-Date abgegeben. Ich habe die auch verkauft für, ich glaube, 9.600 oder 9.400. Ich habe mit der 200 oder 400 Euro Verlust gemacht. Das ist für eine Uhr aus dem Jahr 1986. Eigentlich okay. Also ihr seht schon, Rolex-Uhren sind relativ wertstabil. Da kannst du nichts mit falsch machen. Ja, stimmt. Außerdem, ja, wobei, es kommt dann immer aufs Modell an, glaube ich auch, ne? Datejust. So, das ist nichts, was so viele Käufer findet. So eine Vollgold-Day-Date, die kriegst du immer. Voila, Leute. Soll ich mir diese Katzenohren mal iced out machen? Also ich bringe die Mark mit zum Marktgeber. Ja, mach die Gebäuer wahrscheinlich. Gemäuer, genau. Mark aus dem Gemäuer. Und mach mir die komplett iced out, Alter. Let's go.
weg. So eine Bicolor mit Steinen drauf und so. Das ist so ein bisschen was. Okay, zeig dir nächste Uhr. Komm. Ist auch nicht schlimm. Komm, zeig dir nächste Uhr. 36 mm und jetzt. Alter. Eis. Habe ich mir im Juni 2019 die Datejust 2 41 mm Iced Out geholt. Das finde ich halt ein Modell, meine Freunde. Das kannst du wirklich nur tragen, Alter, wenn du extrem breit gebaut bist, extrem gut im Hip-Hop-Game unterwegs bist und jemand bist, zu dem so eine Uhr passt. Ich muss ehrlich sagen, ich fühle diese Uhr, die etwas sportlicher aussieht, von der ich keine Ahnung habe, wie viel sie kostet und wie sie aussieht. Ich mag das grüne Band einfach nicht. Ich finde Gummibänder bei Uhren, außer bei einer Apple Watch, sehen immer wack aus, aber wahrscheinlich ist das da ein sauteures Band, kein Plan. Finde ich fast deutlich besser zu Justin und zu seinem Style als diese Iced Out Uhr, Alter. Das ist halt für mich wirklich nur Rumgeprolle. Fühle ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe mir gestern noch ein Video angeschaut, da war Lil Pump bei No Jumper drin. Und zu ihm passt es wieder, weil er trägt davon halt nicht eine, sondern vier Stück. Deshalb ist das wieder was ganz, ganz anderes. Also keine Ahnung, einem US-Rapper kaufe ich sowas einfach ab. Einem Justin gönne ich es auf jeden Fall, aber ich finde, es passt einfach nicht zu ihm. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe die Day-Date abgegeben und hatte somit noch die Bicolor Datejust 36 mm und jetzt die Iced Out 41 mm Datejust. Und das war die Uhr, wo ich persönlich sagen muss, die hat mich nochmal so richtig krass geflasht. Als ich die Uhr gekauft habe, zwei Tage später, bin ich mit zwei Kollegen shooten gegangen. Und das ist auch immer das Ding, Leute. Stell dich mal vor, ihr werdet überfallen. What the fuck? Du hast so eine Uhr für 50.000 am Arm, Alter. Dafür wird ja irgendjemand in Deutschland safe töten. Wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung, Alter. Ich hätte da einfach nur richtig Angst, so ein Larry zu sein. Justin, wir sind auf einem Level, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir sind absolute Lauchgestalten. Ohne Bodyguard würde ich an deiner Stelle nicht mehr rausgehen. Ganz ehrlich, irgendwer sticht dich ab, zieht dir deine Uhr. Das ist so. Zu dem Zeitpunkt, also ich habe die halt im Juni geholt, da war wirklich Sommer und Sonne und so. Und wenn ich die Uhr dann so draußen anguckt habe in der Sonne, ey Alter, das hat einem so... Das ist natürlich, ich verstehe das in dem Punkt, weil es halt geil aussieht, aber verstehe es auch wieder nicht. Das hat einem jetzt nicht so krass geblendet so, aber es war schon nice, weil alle Steine so bunt gefunkelt haben und ihr merkt schon, ich bin so total euphorisch. Das war eine unfassbar nice Uhr und... Ich kann verstehen, wenn viele Leute von euch sagen, Iced Out, Alter, das macht man nicht mit Uhren, das ist nicht schön und so. Mir persönlich hat das so krass gefallen. Also meiner Meinung nach eine unfassbar nice Uhr und Preis. An der Stelle, meine Freunde, würdet ihr euch den Schwanz Iced Outen? Würde ich mich einfach mal fragen, ob das möglich ist. Leistungstechnisch kann ich sagen, ich habe dafür 18.000 bezahlt. Das ist natürlich unfassbar viel Geld. Aber, Bruder. Ja, das 18.000 war so, Euro, so Alter. Die ist für das Geld, was die kostet, hat Euro. Einen viel krasseren Effekt. Das stimmt. Also 18.000 Euro sind eine Menge Geld. Klar, für euch schon, für mich nicht. Aber ja, 18.000 Euro sind eine Menge Geld, meine Freunde. Und wenn man diese Uhr jetzt vergleicht, wenn ich die jetzt sehen würde als Nicht-Uhrenkenner, ich würde sagen, 100.000 kostet die Minimum, Alter. Deshalb... verstehe ich schon, worauf er damit hinaus will. So, er labert hier noch ein bisschen über die Iced Out Watch. Hätte diese Uhr gelegen, habe ich aber nicht geholt. Dann, hier ist noch meine andere schon sehr Rolex, die er sich hier angeguckt hat. Sieht sehr, sehr nice aus. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr in meinen Augen. Und die hat ist dann auch jemand AP, gekauft, ne? Audemars Piguet. So kennt und so. Ich darf den Namen natürlich jetzt nicht sagen. Ist schön. Warte mal, ist das nicht die Pietro sich gekauft hat? Bin ich dumm, weil Pietro hatte letztens auch, wo wir da waren, eine Iced Out Uhr. Ich darf den Namen einfach sagen, das passt schon. Marc war nämlich letztens auch da und ist das die? Keine Ahnung, Alter. Pietro Lombardi hat 200 Uhren, ich weiß es nicht, Mann. Aber ja, also ist jetzt kein YouTuber oder so, aber ja. Auf jeden Fall, die Uhr habe ich in Auftrag gegeben und Marc hat gesagt, so wenn du, also ich habe dann nach der Richard Mill gefragt, hat er gesagt, komm, ich erlasse dir die, du brauchst. Genau. Aber selbstverständlich. Genau, Alexa, danke dafür. Perfekt. Ich habe gesagt, okay, das ist sehr nett. So, gekostet. Was ist das jetzt hier? Ich habe mir aber in der Zwischenzeit dann noch eine Day-Date angeschaut. 40 mm mit einem Baguette-Zifferblatt. Ja, Baguette sind diese Steine hier. Das sind diese Baguette-Steine. Die heißen Baguette, weil sie tatsächlich, wenn man sie isst, absolut nicht nach Baguette schmecken, sondern einfach nur so aussehen. Tolle Erklärung. Grüße gehen raus. Genau. Und das weiß ich sogar. Das habe ich auch mitbekommen. Ja, wäre nicht mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung, Alter. Ich bin auch der Meinung, dass Uhren und Handgelenke komplett unnötig sind, aber soll jeder machen, wie er will, ne? Und brillanten besetzten Lünette. Lünette ist das hier außenrum, ne? Die läge bei, ich glaube, 42. Hätte ich jetzt auch geschätzt, so 40.000 oder sowas. Und ich habe so überlegt, dass ich mir die hole, so als Uhr.
Wie ist das, Alter? Kann man diese Uhren bei Marc einfach mitnehmen, mal so ein Wochenende Probe tragen im Club, kurz so flexen und dann wieder abgeben, Alter? Marc, ey, hit me up, Digga. Gib mir 100.000 Euro, ich mach damit alles klar. Die ihren Wert erhält wie Gefängnisausbrecher? Oder wie geht die Line nochmal? Nein, Spaß, aber... War stark, war gut. War gut rezitiert, Justin. Jetzt kommen wir zur nächsten Uhr. Traum von mir und ich hätte niemals gedacht, so. Ey, wie findet ihr die und so? Ich finde sie nicht geil. Es hat nicht so zu mir gepasst. Auch nee, so dieses Gelb-Gold ist nicht so das, was mich so wirklich überhaupt nicht erfüllt. Und dann habe ich gedacht, komm Marc, pack die Richard Mille ein. Weil die Richard Mille war schon wirklich seit einem Jahr fast ein Traum von jetzt mir. Und ich hätte niemals gedacht, dass... Bei der Uhr. Verschiedenste Fragen. Das ist ja eine geisteskranke Feinmechanik da drin. Mechanik, Alter. Ich kann das Wort immer nicht aussprechen. CH zu STI im Wort kommt, ihr wisst. Das ist ja ein ziemlicher Brocken. Also man sieht das ja hier, glaube ich, nochmal ganz gut. Wenn man jetzt nochmal hier ganz kurz... Justin, zeig mal her dein Handgelenk, Alter. Man sieht das ja hier, wie hoch diese Uhr ist. Das ist ja bestimmt, die ist ja bestimmt 1-2 Zentimeter hoch. Eine normale Uhr liegt ja relativ flach auf. Das muss ultra schwer sein. Ultra nervig, Alter. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du mit der Uhr, die einen wichst, Alter, dass du so viel Gegengewicht hast, Junge, dass sich das anfühlt, als würde der wer fremder wer wichsen. Wisst ihr, was ich meine? Weil das schwingt ja dann so mit. Versteht ihr? Wir verstehen uns, Chat. Ist gar nicht mein Fall. Ich finde die Uhr potthässlich. Potthässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und werde wahrscheinlich gleich, wenn ich höre, was das Ding kostet, meinen Schädel dreimal auf den Tisch schlagen. Ich sehe auf jeden Fall eine kranke Feinmechanik drin. Ich sehe aber hier keinen Datumsanzeiger oder so. Ist das hier ein Datum? Warum ist da eine 10 und keine 7, Alter? Ich weiß es nicht, Mann. Vielleicht war der Uhrbauer einfach dumm. Das Band in Schwarz geht mir besser rein als das Grüne. Das Grüne finde ich weird irgendwie. Aber ja, schauen wir mal ganz kurz, was das Ding kostet. Seit einem Jahr fast. Sieht halt aus wie ein Panzer am Handgelenk. Wisst ihr, was ich meine? So geisteskrank, maskulin. Das ist eine Uhr, die man trägt, wenn man eine G-Klasse fährt zum Einkaufen. Ein Traum von mir und ich hätte niemals gedacht, dass ich mir das ermöglichen kann. Und ja, jetzt... Aber wenn es ein Traum ist, ist es fein. Respekt. Spontan. Tatsächlich, Alter. Dass ich mir die geholt habe. Nee, da geht mir das Band gar nicht gut rein. Dann halt jetzt wirklich zur letzten Uhr, Richard Mille RM10 mit zwei Armbändern. Und zwar einmal dem grünen hier und find ich nicht schön. Einem schwarzen. Bitte mach das Schwarz wieder dran, Justin. Ich weiß, meine Style-Tipps, weil ich als Fashion-YouTuber, klar, werde einen großen Einfluss auf dich haben. Bitte änder diesen gottverdammtes Armband-Ding. Digga, wirklich. Mach es Eis Auto oder so, aber lass es nicht grün. Und ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal das Armband gewechselt und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Uhr. Ich bin unfassbar zufrieden, so eine Richard Mille. Ich glaube, wenn sie nicht so fett wäre, würde ich sie auch fühlen. Wenn sie ganz flach aufliegen wäre, fände ich sie cool, aber so, dass sie so dick ist, stört mich irgendwie. Ich auch eine geisteskranke Ansage. Unfassbar krass. Und sag jetzt Preis. Ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe es auch schon in die Instagram-Story von euch aus gesehen, vorgestern gepostet. Ich vermisse schon meine Eis Auto-Uhr. Und würde mir sie aber nicht nochmal holen in dem Style, in der ich die hatte, weil einfach so dieses Oysterband hat mich nicht so befriedigt, no sexual. Ich finde Juwelierband schöner und ich habe jetzt zufällig bei GQ, das war, wo die bei Greg Yuna waren. Was kostet die, Mann? Leute, was kostet diese Uhr? Im Soho-Bezirk in New York, da hat er ein paar Uhren von sich gezeigt. Meiner Meinung nach wirklich, also ist ein kleinerer Juwelier, hat auch auf Instagram nicht. Okay. Wirklich, also da habe ich gedacht, alter Schwede. Nee, Alter, auch nicht. Geht nicht klar. Die ist wirklich geisteskrank. Und da kann man tatsächlich nochmal überlegen. Aber ja, jetzt erstmal halblang machen. Aber die Uhr, da habe ich schon gedacht, ey, Alter, eine Datejust Ice Out, das war schon eine sehr, sehr nice Uhr. Also Justins Uhr, Justins Uhr kostet 100.000 Euro, Alter. Mein Auto kostet das Doppelte, Leute. Und ich fahre eins der krassesten Autos bei Mercedes. No flex intended an der Stelle. Ein Haus, Castro Brauxel, kann man für 100.000 kaufen. Man kann als Normalverdiener mit 100.000 Euro sehr, sehr lange leben. 100.000 Euro am Handgelenk zu tragen, ist für mich eine falsche Dekadenz, die ich mir persönlich niemals leisten wollen würde. Einfach, weil ich A, Angst hätte, dass ich das Ding kaputt mache, B, Angst hätte, dass ich abgezogen werde, was sehr wahrscheinlich ist bei meinem Körperbau, und C, einfach Schiss hätte, Leute, dass außenstehende Menschen von mir denken, what the fuck, was bist du für ein Mensch? Wobei, das ist, glaube ich, das Wenigste. Das würde mich eigentlich nicht jucken, weil ich fahre ja auch mit so einem scheiß Auto rum. Aber das wäre mir einfach eine Uhr an sich nicht wert. 100.000 Euro, meine Freunde, sinnvoll investiert in Aktien, pipapo, sind wahrscheinlich deutlich rentabler als diese Uhr. Und man kann auch da nicht von der Wertanlage sprechen, weil diese Uhr wird ja ständig getragen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann hat die ja irgendwann Gebrauchsspuren und alles und so weiter und so fort. Aber
Das muss ich Justin hier auf jeden Fall zugute halten. Ich respektiere sein Interesse darin. Er ist sehr tief in der Materie drin. Er ist nicht irgendjemand, der sagt, ich kaufe mir jetzt eine teure Uhr. Er setzt sich mit der Thematik sehr, sehr krass auseinander und kann das als teures Hobby so ein bisschen verteidigen und abtun. Würde mit folgender Aussage dieses Video hier beenden. Justin, toll, super. Kannst du mir kurz sagen, wie viel Uhr es ist?